175 Jahre Bundesverfassung. Regierungskommunikation von 1848 bis heute. Bereits ein Jahr nach der Gründung der Schweiz erscheint 1849 das erste sogenannte Bundesblatt. Es ist damit das erste kommunikative Instrument von Regierung und Verwaltung, um die Bevölkerung zu informieren. Das Bundesblatt gibt es noch heute. Im Unterschied zu den Anfängen ist es natürlich online verfügbar und es ist diese Fassung, die rechtlich gilt. Nach der Gründung der Eidgenossenschaft steigt die Bedeutung der Kommunikation und damit auch der Schreibaufwand. Das führt so weit, dass ein Mitarbeiter der Bundeskanzlei regelmäßig Schreibkrämpfe erleidet. Der Bundesrat bewilligt daher auf Antrag der Bundeskanzlei eine Schreibmaschine. Die Anschaffung findet einen so großen Anklang, dass die Bundeskanzlei später sogar über eine eigene Schreibmaschinenwerkstatt verfügt. 1918 bricht in Europa die spanische Grippe aus. Alleine in der Schweiz sterben über 25.000 Menschen. Die Bekämpfung erfolgt fast ausschließlich kommunal. Der Bundesrat wendet sich sehr selten direkt an die Bevölkerung. Heute unvorstellbar. Zum Vergleich: Während der Corona-Pandemie hält der Bundesrat jede Woche mindestens eine Medienkonferenz ab. Die Regierung versorgt die Bevölkerung fast täglich mit Informationen rund um die Pandemie. Nach dem Ersten Weltkrieg verbreitet sich in den 1920er Jahren ein neues Kommunikationsmedium in der Schweiz: das Radio. Schweizerischer Landessenderbüro Münster, Studio Basel. Das nutzt auch der Bundesrat. Zwei Tage vor dem Ausbruch des Zweiten Weltkrieges informiert Bundesrat Philipp Etter am 30. August 1939 die Bevölkerung per Radioansprache über den Entscheid des Bundesrates zur Mobilmachung der Grenzschutztruppen. Liebe Eidgenossen, die schweren Spannungen, die heute über den Völkern Europas lasten, haben den Bundesrat veranlasst, in seiner heutigen Nachmittagssitzung die für den Schutz unseres Landes erforderlichen vorsorglichen Maßnahmen zu treffen. Der Ausbruch des Zweiten Weltkrieges löst nicht nur ein materielles Wettrüsten aus. Die Nationalsozialisten nutzen das bewegte Bild zur Verbreitung ihrer Propaganda, etwa mit der Deutschen Wochenschau. Die Schweiz hat dieser Propaganda wenig entgegenzusetzen. Aus diesem Grund gibt der Bundesrat den Auftrag, eine eigene Schweizer Filmwochenschau zu produzieren. Am 1. August 1940 erscheint die erste Ausgabe. Sie steht unter militärischer Zensur, informiert über das Wichtigste aus Gesellschaft, Politik, Kultur und Sport und muss im Kino vor den Filmen gezeigt werden. Während im Ausland bereits Fernsehstationen ihr Programm ausstrahlen, lässt das Fernsehen in der Schweiz nach wie vor auf sich warten. Im Gegensatz zum Bundesrat ist eine Mehrheit des Parlaments gegen die Einführung einer Schweizer Fernsehstation. Doch die Angst vor ausländischer Propaganda treibt die Debatte voran. Zitat Josef Escher: Wenn wir selber nichts unternehmen, werden wir Schweizer eben eine fremde Station nehmen. Aber wir können uns am Fernsehen nicht desinteressieren, denn sonst kommt etwas gegen uns und ohne uns. Und das wäre viel schlimmer. 1953 ist es schließlich soweit. Die erste Ausgabe der Tagesschau wird ausgestrahlt. Auch die Fotografie gewinnt als Kommunikationsmedium für die Landesregierung mit der Zeit an Bedeutung. 1993 entsteht das erste offizielle Bundesratsfoto. 1989 entwickeln Forscher am CERN bei Genf ein Programm, welches etwas später die Welt erobert: das Internet. Der Start der Bundesverwaltung ins WWW sorgt 1995 schweizweit für Schlagzeilen. http://www.admin.ch. Der Moderator hat nicht durchgedreht. Dies, meine Damen und Herren, ist höchst rational die neue Adresse der Schweizer Bundesbehörden auf dem Computernetz Internet. Mit dem neuen Jahrtausend beginnt auch in der Bundesverwaltung ein neues Zeitalter. Der Bundesrat ernennt Achille Casanova zum ersten Bundesratssprecher. Er hat fortan die Aufgabe, den Bundesrat bei der Öffentlichkeitsarbeit zu unterstützen. 2007 erscheint das erste iPhone. Es revolutioniert die Kommunikation am Telefon. New technology called Multitouch, which is phenomenal. It works like magic. Steve, I love you!
2012 erreichen Social Media auch Bundesbern und eröffnen damit neue Wege und Chancen. Die Bundeskanzlei und Bundesratssprecher André Simonazzi eröffnen 2011 den ersten Twitter-Kanal für den Bundesrat. Heute betreiben quasi alle Bundesrätinnen und Bundesräte einen solchen Kanal. Auch in der Abstimmungskommunikation nutzt die Regierung und die Verwaltung Social Media. Die App VoteInfo bietet der Bevölkerung Informationen rund um die Abstimmungen. Mit Ausbruch der Corona-Krise steigt der Informationsbedarf für die Bevölkerung. 2022 wird die bundesrätliche Kommunikation schließlich um einen weiteren Kanal erweitert. Mit Instagram sollen jüngere und Social-Media-affine Menschen erreicht werden. Genauso wie sich die Schweiz in den letzten 175 Jahren gewandelt hat und sich weiter verändert, wird es die Kommunikation der Regierung mit der Bevölkerung auch tun. Das nächste Kapitel folgt.